beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor dem Champions-League-Spiel zwischen AS Rom und ZSKA Moskau Dutzende Menschen verletzt worden. Der Vorfall hätte sich am Dienstagabend in der Station Republika ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Der Zivilschutz sprach von 20 Verletzten, darunter sei ein Schwerverletzter. Es handle sich dabei um Russen. Medien sprachen von Fußballfans von ZSKA, möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Einem Verletzten habe ein Teil des Beins amputiert werden müssen. Die meisten Menschen seien eingeklemmt worden und hätten Verletzungen an den Beinen. Die Station Republika liegt unweit des Hauptbahnhofs auf der Metrolinie mitten im Zentrum der Stadt. Die U-Bahn-Station wurde geschlossen, teilte der Verkehrsgesellschaft ATAG mit. Busse und Autos wurden umgeleitet. Vor dem Eingang waren Krankenwagen zu sehen. Mehr zum Thema: Fotos der Feuerwehr zeigten den zerstörten unteren Teil der Rolltreppe. Helfer sprachen bei ANSA von Bierflaschen und Scherben, die dort herumliegen würden. Auf einem Video war zu sehen, wie viele Menschen die Treppe hinunterfahren. Als diese nachgibt, stürzen sie übereinander, Menschen springen in Panik über den Handlauf. DPA